Can you call your dogs please back? The second time. Liebe Freunde, ich sage guten Morgen und ein herzliches Willkommen zurück. Was bin ich froh, dass diese Nacht umgegangen ist. Ich konnte so schlecht schlafen, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Ich habe bei jedem Geräusch hingehört, Taschenlampe angemacht, aufgeschreckt bin ich. Oh, gruselig, dann noch der ganze Nebel dazu. Aber jetzt, dieser Morgen, beschert mich mit wunderschöner Sonne und einem herrlichen Ausblick. Wunderbar. Ich habe die Nacht zwar 5 Stunden 56 Minuten schlafen können, was von der Länge her einigermaßen in Ordnung ist. Dennoch war der Schlaf einfach unerholsam, muss ich sagen. Und ich bin umso froher, dass ich nun zusammenpacken kann und dann erstmal natürlich frühstücken. Und dann geht es los. Und heute sehe ich wenigstens, wo ich langwandere, weil der ganze Nebel verschwunden ist. Also, auf geht's. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Weitwinkelobjektiv erkennen kann, aber da hinten befindet sich ja dieses Dorf und da fährt gerade dieses Auto lang. Die Spuren habe ich gestern die ganze Zeit gesehen. Und was mir noch aufgefallen ist, das war ja alles voller Nebel hier gestern, diese schlängellinienartigen Wege hier, bin ich ja den Berg hochgekrochen. Und auf der Rückseite dieses kleinen Gipfels bin ich hier auch nochmal aufgestiegen. Das wird mir jetzt erst bewusst und boah, schon ordentlich Höhe, die ich da gestern zurückgelegt hatte. Schaut euch mal an, was ich in der Ferne erkannt habe. Und zwar vermute ich ganz stark, dass hier diese Spitze der Berg sein wird. Oder sogar diese Spitze. Je nachdem die höhere davon, auf die ich aufsteigen möchte, wird noch ein langer, langer Weg, wie es aussieht. Da habe ich heute noch mal knapp 900 Höhenmeter oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Muss ich noch mal ausrechnen und ja, das wird ordentlich Strecke. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich bis heute Abend es schaffe, ganz aufzusteigen oder ob ich heute einen entspannteren Tag mache. Ich lasse mich mal überraschen. Aber jetzt wird zusammengepackt und gefrühstückt. Liebe Freunde, das Frühstück ist angebrochen. Und zwar muss ich mich ja ein bisschen stärken, um den Berg wieder hochzukommen. Einerseits habe ich meine altbekannte Nussfruchtmischung mit Schokoflakes dabei, zweimal für heute Morgen. Dann einen Protein- und Haferriegel Salted Caramel. Einen Haferriegel mit der Geschmacksrichtung Kakao und einmal Elektrolyte. Ich mir einfach so den Mund kippe. Ja, das wird bei allerfeinstem Ausblick genossen. Und dann geht es endlich weiter auf die Steigung des Berges.
öffnet einfach ein Heli. Seht ihr das? Dort. Wie dicht der hier vorbeigeflogen ist. Und dort landet er einfach. Keine Ahnung, was er da abholt oder liefert, aber es könnte was mit diesen, ja, Häusern da oben zu tun haben. Sieht dabei eher nach Rettungshelikopter aus. Ist das laut? Der Helikopter hebt ab, schaut es euch an. Er fliegt einfach hier vorbei, ist das krass. Und komischerweise landet er da oben wieder, habe ich das Gefühl. Vielleicht gibt es hier ganz in der Nähe. Er dreht wieder um und kommt. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung, was er macht. Jetzt fliegt er weg, warte mal. Boah, damit habe ich gar nicht gerechnet. Hier fliegen einfach Helikopter ein paar Meter über mir. Ihr seht es vielleicht. Da hinten irgendwo in dem Gebiet schwebt der Heli wieder. Aber diesmal mit irgendeiner Last, die von unten dran hängt. Vermutlich beliefert er den Berg oder das, keine Ahnung, diese kleine Hütte da oben auf dem Berg, die als Unterschlupf dient mit Nahrungsmitteln oder ähnlichem. Ich befinde mich mittlerweile auf dem weiteren Weg. Das ganze Tal und diese Bergstationen da habe ich hinter mir gelassen. Ihr seht es, ich habe den Sonnenhut aufgezogen, langärmeliges Hemd. Das heißt, die Sonne knallt hier nur so runter. Es ist plötzlich so warm. Und wenn wir mal in die andere Richtung schauen, dann sehen wir eine Menge an Bergen. Und ich vermute mal, irgendwo dahinter oder das hier könnte sogar der Berg sein, auf den ich möchte. Schaut euch mal an, wo ich hier gelandet bin. Einfach so ein langer, dunkler Bergbautunnel. Ich vermute sogar, da hausen Tiere drin. Und ganz in der Nähe habe ich geschlafen. Da gehe ich auf jeden Fall mal lieber nicht rein. Folge dem weiteren Weg. Ich bin leider den falschen Weg gelaufen, habe umsonst den Anstieg hier hinter mich gebracht. Ich müsste eigentlich dort unten im Tal laufen. Ärgert mich ein bisschen, weil es doch schon gut anstrengend ist, gerade in der Sonne hier. Aber jetzt geht es erstmal runter und dann auf den richtigen Weg. Hier in der Wildnis finde ich immer mal wieder merkwürdige Kotansammlungen. Einmal hier, dann dort noch was, hier, da. Ich hoffe mal, dass das von Kleintieren stammt. Die kleinen Knöppel müssten eigentlich von Berggämsen oder Ziegen, was auch immer das ist, stammen. Aber das Größere kann ich jetzt leider nicht ganz zuordnen. Oh, schaut euch an, was ich hier gefunden habe. Das ist einfach ein Knochen. Oh mein Gott. Wer frisst denn Tiere? Das besorgt mich.
Schaut euch an, welche Schmuckperle ich gefunden habe. Unglaublich. Ein wunderschöner Bergsee. Hier werde ich auf jeden Fall meine Trinkressourcen auffüllen. Ah, mir fühle ich mal kaltes Wasser ins Gesicht schmieren. Oh, da freue ich mich aber drauf. Hier entspanne ich nun ein wenig. Es tut echt mal gut, in der Sonne zu sitzen, ohne sich zu bewegen. Dann ist das sehr, sehr angenehm. Und ich muss schon sagen, oh, der Tag gestern, er hat mich schon richtig geblättet. Ich bin unglaublich müde. Dann noch die Nacht, die leider nicht ganz so lang ausfiel und auch nicht so erholsam. Ich fühle mich einfach müde. Und wenn ich den Berg hinter mir sehe, der erst 2700 Meter hoch sein soll, dann merke ich echt, dass ich meine Mission meist immer unterschätze. Ich habe leider gerade die erste Zecke mitten in meiner Kniekehle gefunden. Hier sieht man ganz schwer. Versuche ich mir jetzt erstmal zu ziehen. What the fuck? Schaut euch das Ding mal an. Ist zwar nicht sehr groß, aber es hat unglaublich stark gezogen beim Rausziehen. Ich hoffe, da steckt nichts mehr drin. Freunde, ihr glaubt nicht, wie anstrengend das ist. Es ist unglaublich. Gefühlt ruhe ich mich alle 500 Meter aus. Es ist aber auch ordentlich steil hier. Ja, der Wind tut sehr gut, der hier lang zieht. Unglaublich. Und das Hemd, das trägt sich eigentlich auch sehr angenehm. Wesentlich luftiger als erwartet, aber top, erfüllt seinen Zweck. Das freut mich. Und ja, ich bin gerade erst auf 2000 irgendwas Metern, weiß gerade nicht genau. Auf jeden Fall der Gipfel hinter mir, da oben, keine Ahnung, ob ich gerade drauf gezeigt habe, habe es auf dem Bildschirm nicht gesehen, aber der ist 2400 Meter hoch und sieht noch so fern aus, das wird noch ein Spaß, da hochzukommen. Vielleicht erkennt man das mit etwas Glück. Und zwar bin ich ganz da hinten unten, hinter dem Berg, also hinter diesem Berg versteckt, gestartet. Bin das alles hier schon hochgewandert. Jetzt noch das Stück auf 2400. Und dann muss ich erstmal was essen. Es ist so heiß, sage ich euch, in der Sonne. Dennoch liegt hier auf 2149 Metern vereinzelt Schnee rum. Der hält sich hier. Und boah, ich habe richtig Hunger. Muss langsam mal ein Plätzchen finden. Schatten gibt es hier leider nicht. Aber wir kochen dann einfach was Feines in der Sonne.
Kurzerhand habe ich mich dazu entschieden, doch eine Kleinigkeit zu essen. Also gibt es Spinaci in Spinat-Käse-Sahnesoße. Uiuiui. Darauf freue ich mich aber, muss ich echt sagen. Ich habe so Hunger. Das wird sich jetzt erstmal bei feinster Kulisse zubereitet. Meine Tracking-Uhr misst die Höhenmeter falsch, habe ich gemerkt. Ich habe nämlich auch auf Komoot und auf Google Maps nochmal nachgeschaut. Ich befinde mich auf 2190 Metern und nicht auf 2149, wie die Uhr es mir sagt. Also versuche ich euch die Daten immer über Komoot und Google Earth in Zukunft dann durchzugeben. Und ja, irgendwann ist mal Zeit für eine neue Uhr, glaube ich. Das Thermometer hatte ich ja eben gerade aus dem Rucksack geholt. Da hat es mir 25 Grad angezeigt. Und liebe Freunde, jetzt habe ich es in die Sonne gelegt und es zeigt 36 Grad an. Ist das geisteskrank? Das gibt's ja gar nicht. Fällt mir wirklich gar nicht so richtig auf. Dadurch, dass ich relativ hell angezogen bin und hier so eine ganz angenehme Brise langzieht, aber man unterschätzt die Temperaturen hier in der Sonne. Unglaublich. Schaut euch mal an, was ich hier gefunden habe. Einerseits eine Wirbelsäule von irgendeinem Tier und dann noch ganz viele Rippenstücke hier. Boah, ich muss sagen, das macht mir aber Sorgen. Ich dachte, so weit oben leben die Bären gar nicht mehr, sondern eher im Talbereich. Aber scheinbar wurde das Tier ja hier gefressen. Naja. Das ist ja richtig merkwürdig. Guckt mal, da ist einfach ein Frosch. Auf der Höhe gibt es Frösche. Ich glaube das ja nicht. Huch, der ist ganz nass. Kurzes Update an euch. Ich bin jetzt mittlerweile auf 2382 Metern angekommen. Und der Berg hier, der nimmt gar kein Ende mehr. Hier drüben gibt es ja auch nochmal einen Gipfel. Wo ist er? Genau hier. Wo ich dachte, das wäre der Berg, auf den ich wollte. Aber nein, der ist erst 2480 oder so hoch. Und ja, für mich heißt es im Übrigen gleich, dass ich die französisch-spanische Grenze überqueren werde. Wahrscheinlich da oben auf dem Bergkamm. Bin ich sehr gespannt, ob es da einen schönen Ausblick in die andere Richtung dann geben wird. Und was ich noch benötige, ist auf jeden Fall Wasser. Freunde, angekommen auf dem Bergkamm auf 2410 Metern in der Höhe, gönne ich mir erstmal einen Schluck Wasser. Und zwar deswegen, weil ich da hinten ein paar Seen schon gesichtet habe. Wunderbar, da kann ich meine Wasserressourcen wieder auffüllen und
gleich bin ich in Spanien oder auf der spanischen Seite der Pyrenäen. Hier befinde ich mich noch auf der französischen und ich werde gleich einen Teil absteigen müssen, um mein Wasser aufzufüllen. Und dann schaue ich mal, ob ich demnächst einen Schlafplatz anlaufen werde, einfach um mich ein bisschen zu erholen von den 2 Tagen jetzt, weil ich doch schon merke, dass die Anstrengung immer noch in mir steckt und mich so ein bisschen ermüdet. Von daher erstmal was trinken. Fühlt einer der ersten Abstiege auf dieser Tour und da unten ist zwar so eine kleine Hütte, aber da befindet sich auch Wasser. Das brauche ich sehr, sehr dringend. Und dann schaue ich mal in der Umgebung, vielleicht weiter rechts, ob es irgendwo einen Schlafplatz gibt. Im Hintergrund von mir befindet sich so eine kleine Hütte, kann sich vielleicht erkennen, aus Holz. Ich spekuliere darin, meine Nacht zu verbringen. Einfach aus dem Grund, da würde ich mich sehr, sehr sicher fühlen vor Bären oder sonstigen Tieren. Muss aber erstmal schauen, ob die wirklich unbewohnt ist. Deswegen nähere ich mich gleich mal ihr an. Hoffentlich relativ unauffällig. Vielleicht bewandere ich auch den Berg da hinten links und schaue mal von oben hin. Mittlerweile oben am Berg angekommen. Schaut euch mal an, wie tief es hier runter geht. Unglaublich. Und ich schaue so ein bisschen auf die Hütte. Dort ist, da liegt sehr viel Bauschutt rum. Oder Baumaterialien eher, die noch verwendet werden sollen. Aber ich sehe keine Bewegung und auch keinen Hund mehr. Vielleicht nähere ich mich der Hütte dann gleich mal an und schaue, wie die von innen aussieht oder ob man überhaupt reinkommt. Wie es ausschaut, ist die Hütte von allen Seiten verschlossen. Fenster und die eine Tür. Und wenn man reinguckt, da sieht man ganz, ganz viel Werkzeug. Auch ein paar Überlebensgegenstände. Also vermutlich sind das wirklich die Helikopter, Flieger oder wer auch immer das ist, die die Hütte hier errichtet haben. Und dann muss ich mir erstmal einen anderen Schlafplatz heute suchen. Freunde, ich sage bienvenido en España. Ich habe die französisch-spanische Grenze soeben überquert und bin mitten im Nirgendwo wieder gelandet. Wunderbar, heute verbringe ich die Nacht also in Spanien. Da bin ich doch mal sehr gespannt und hoffe zugleich, dass es wesentlich weniger Bären hier in dem Gebiet geben wird. Schaut es euch an, Freunde. Mein Setup steht. Ich habe meinen Schlafplatz ausgewählt. Habe einen wunderschönen Blick nach vorne. Heute Nacht werde ich das so ein bisschen abspannen. Einfach aus Gründen der Sicherheit. Aber da drin müsste ich gut geschützt sein. So sieht es da aus. Ach, sieht man es? Ich weiß es gerade nicht. Ich finde, das sieht gut aus.
dann mache ich mich gleich an die Einrichtung und ans Kochen. Freunde, die Festspiele des Abends stehen an. Dafür habe ich mir vegane Würstchen, Bratwürstchen mitgebracht vom DM und ein bisschen Vollkornfladenbrot. Das müsste eigentlich reichen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe gar nicht so viel Hunger, beziehungsweise fast überhaupt gar keinen Hunger. Vielleicht habe ich mich über den Tag ein bisschen zu sehr verausgabt. Oder es war die Sonne, ich weiß es nicht, oder zu lange nichts gegessen, aber so wirklich Hunger habe ich nicht. Ich würde mich am liebsten jetzt einfach in den Schlafsack reinlegen und schlafen und hoffe natürlich, dass es auch eine ruhige Nacht diesmal wird, in der ich durchschlafen kann. Aber wir schauen mal. Jetzt gibt es erstmal was zu essen, zu dem ich mich etwas selbst nötigen muss. Das Essen ist mittlerweile fertig zubereitet und ich würde sagen, da testen wir doch mal, wie diese Würstchen schmecken. Im Alltag würde ich sie mir nicht holen, würde ich mal so sagen. Für jetzt ist aber vollkommen ausreichend. Das Hauptgericht wurde von mir verspeist und jetzt steht der Nachtisch an. Zweimal kleine Gummibärchenpackungen und einen Corny Haferriegel bei schönstem Sonnenuntergang im Hintergrund. Für euch noch mal einen kurzen Einblick. Hier ist jetzt mein Schlafgemach. Der Defense 1 liegt hier, die Isomatte und ja, das ist mein Zeltchen. Und dann kriegt ihr gleich noch den Datencheck des Tages. So, liebe Freunde, der obligatorische Datencheck steht an. Ich habe mir das wieder alles auf dem Handy notiert, von der Uhr ausgerechnet. Und zwar haben wir heute 13,32 Kilometer zurückgelegt. Ich befinde mich derzeit auf der Höhe von 2401 Metern und habe reinen Aufstieg von dem Schlafpunkt, den ich heute Morgen gewählt hatte, beziehungsweise von da, wo ich gestartet bin, 501 Höhenmeter überwunden, wobei ich in der Zwischenzeit hin und wieder auch den Rucksack stehen gelassen habe und ja, so ein bisschen die Gegend erkundet habe. Ich vermute sogar, dass ich da nochmal so 100 bis 200 Höhenmeter gut gemacht habe. Insgesamt habe ich über den Tag 2237 Kalorien aktiv verbrannt. Dazu kommt natürlich wiederum der Ruheverbrauch. Und ja. Gespannt, wie die Nacht wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist noch sehr, sehr hell hier, sieht man gerade. Ich bin todesmüde, sage ich euch. Der Tag hat mich so geplättet.
Er war auf jeden Fall anstrengender als der erste Tag. Und ich fand sehr schön, dass das Wetter auf jeden Fall mitgespielt hat. Wunderschön sonnig, klar aufgezogen. Man hatte einen weiten Blick. Gestern war das alles so ein bisschen düster und gruselig durch den Nebel, muss ich sagen. Und für mich geht es jetzt in den Schlafsack und wir sehen uns dann morgen früh. Bis dann.